Wie das Upgrade des Farbfilterlimiters Pro L2 klingt, welche Neuerungen eingebaut worden sind und ob sich ein Kauf lohnt, erfährst du im folgenden Video. Hallo und herzlich willkommen auf Mundstein Records. Mein Name ist Tom Wettstein und heute machen wir einen Plugin-Test. Die Jungs von Farbfilter und Delamar haben mir das Plugin Pro L2 zum Test zur Verfügung gestellt und ich möchte dir nicht vorenthalten, was die Neuerungen sind. Also lass uns mal eintauchen. Was als erstes auffällt, ist das neue GUI. Es ist leicht breiter und die Regler sind intuitiver angeordnet. Wenn du den Advanced-Reiter öffnest, sieht auf den ersten Blick alles wie gehabt aus. Doch unter der Haube findest du neue Features, wie zum Beispiel neue Styles der Ein- und Ausschwingkurven. Bei der ersten Version haben wir 4 verschiedene Styles und beim 2 sind noch Aggressive, Modern, Bass und Safe hinzugekommen. Zusätzlich wurde der Limiter auf True Peak Limiting aufgebohrt, obwohl die erste Version des Plugins bei nicht allzu starker Limitierung sehr präzise arbeitet. Dieses True Peak Limiting kann man hier ein- und ausschalten. Die Einstellungen für Stithering und die Art des Nose Shapings sind in der neuen Version zusammengefasst und somit übersichtlicher. Wir haben also hier, hier das Stithering. Kann man die Bittiefe einstellen und dann das Noise Shaping im selben Fenster. Das ist bei der ersten Version nicht der Fall. Kann man kein Noise Shaping oder Basic oder so. Gut. Doch ich möchte nicht allzu lange reden. Lass uns den Limiter mal anhören. Ich habe hier auf dieser ersten Spur den Farbfilter Pro L und auf der zweiten Spur die zweite Version, das Upgrade. When I look at you, I see neither the beginning nor the end. When I look at you, I can see colors blend. When I look at you, into your shapes I want you to send. Is it worth the time we spend? Will you ever help me comprehend? You are so far, and yet so near. You seem so dark, but when your light's in. Der L2 klingt für mich weicher. Er pumpt weniger. Achte mal auf die Bässe, respektive auf die Bassgitarre. You, I see neither the beginning nor the end. When I look at you, I can see colors blend. When I look at you, into your shapes I want you to send. Is it worth the time we spend? Will you ever help me comprehend? You are so far. Nun, wie sieht es mit dem True Peak Limiting aus? Klingt der Limiter dann harter? When I look at you, I see neither the beginning nor the end. When I look at you, I can see colors blend. When I look at you, into your shapes I want you to send. Nein, für mich verfälscht er das Signal nicht. Du kannst mir natürlich Befangenheit vorwerfen, deshalb lass uns die Sache mal wissenschaftlich angehen und bei einem Signal die Phase drehen. Ich schalte hier das True Peak Limiting wieder aus und drehe bei der ersten Version mal die Phase. Falls der Algorithmus gleich geblieben ist, müssten sich die Signale zu 100% auslöschen. Ist das der Fall? Scheinbar nicht. Du hörst eindeutige Knackser.
als Differenz der beiden Tracks. Vielleicht arbeitet aber der Limiter nicht immer gleich. Das wäre natürlich ein Super-GAU. Deshalb ersetze ich nun den L2 durch eine identische Version der ersten Instanz und mache den Phasentest. Also schalte ich den Zweier aus und hier, das ist dieselbe Einstellung. Jetzt hören wir uns mal an, ob sich das auslöscht. Tatsächlich, es ist also zu 100% identisch. Da wurde also eindeutig etwas an der Engine geschraubt. Wie sieht es nun mit dem TruePeak Limiting aus? Ich füge nun ein TruePeak Level Meter ein und wir kontrollieren, ob das Plugin sein Versprechen hält. Also TruePeak Limiting einschalten und dann hören wir uns mal alles an. When I look at you. Das ist tatsächlich 0, minus 0,5 Dezibel, genau was wir hier eingestellt haben. Wie sieht es mit dem alten Limiter aus? Aha, der überschreitet diese 0,5er Grenze. Sogar schießt über digital 0. Und der Pro L2 ist absolut genau. Das Update des Plugins lohnt sich meiner Meinung nach. Ich habe schon die erste Version gerne benutzt, doch irgendetwas hat mir nie so richtig gefallen. Leider konnte ich es nicht benennen. Dieses Unbehagen wurde mit der zweiten Version nichtig gemacht. Der Limiter klingt sehr sauber und transparent. Die TruePeak-Option ist für mich als Mastering-Ingenieur ein Segen und das GUI ist sehr übersichtlich und ziemlich sexy. Von mir kriegt das Update ganz klar eine Kaufempfehlung. Das war's von meiner Seite. Lass doch ein Like da und abonniere den Kanal. Wir sehen uns gleich wieder auf www.mondstein-records.com.